Hallöchen, ihr Lieben, ich grüße euch hier zu unserem neuen Video und zwar zu einem Live-Haul von Woolworth. Ja, habt viel Spaß. Ja, habt viel Spaß mit dem Video.
Lieben, ich zeige euch einen knappen, kurzen Einkauf von Walmart. Wir haben hier einmal solche Lollis. Erstmal solche Lollis für Anna. Ich schon oft gemacht. Dann hatte ich euch ja gefilmt, das fand ich so süß. So ein Unterteller. Brauche jetzt nur ein paar größere solche. Voll schön. Dann natürlich habe ich hier dieses hier genommen. Mache ich auch direkt auch gleich hier rein. Finde ich voll praktisch. Dann habe ich von Arseni Kopf bekommen. Heimlich sowas Süßes. Ja, total schön. Dann Feuerzeug haben wir. Dann haben die Kinder auch noch mal so Schokolade geholt, diese Toblerone. Dann gibt es hier so ein Lolli, hat das Leonie genommen. Und dann hat Leonie für mich so ein Lippenstift genommen, muss ich mal direkt ausprobieren. Lipstick. Und dann haben wir solche Trinklöffel mitgenommen. Fand ich mega cool, voll interessant, dass man daraus trinken kann. Bei Latte Macchiato ist das ganz praktisch. Da waren ja schwarze und ich habe mich beraten lassen mit den Kindern und die Kinder haben gesagt, ja, die türkisenen, die grünen, das wäre schön. Hey, Lieben, ich bin wieder da. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende gekommen und das Video hat euch gefallen. Gern freue ich mich natürlich und wir alle über die Däumchen nach oben, über eure zahlreichen und liebe Kommentare sowieso immer. Ihr seid so fleißig, ihr seid so lieb. Dankeschön. Ich habe die liebste Community überhaupt auf der ganzen Welt. Danke, dass wir uns einander haben. Ja, wir haben Kleinigkeiten gekauft, nicht viel, aber dennoch. Ne, man muss ja nicht immer viel kaufen, finde ich. Die Dinge, die man braucht, ne, das ist das Wichtigste, weil ich möchte so ein bisschen sparen und so weiter, so ein bisschen Geld zur Seite legen. Ich möchte, beziehungsweise wir möchten mit meinem Partner, mit meinem Mann nächstes Jahr, wenn der Gott uns natürlich Gesundheit gibt und alles gut in der Welt ist, einen schönen Urlaub machen. Und deswegen, ne, bei einer großen Familie muss man schon ein bisschen. Und wir möchten jetzt auch in Urlaub und Ferien viele tolle Sachen unternehmen. Deshalb, ja, man muss nicht Unnötiges kaufen. Ne, das wollte ich einfach hier gesagt haben. Die Löffel, die haben wir übrigens schon ausprobiert. Finde ich wirklich gar nicht so schlecht. Also wäre es jetzt zum Beispiel aus Metall oder so, oder aus Metall, genau, das wäre dann zu schwer und irgendwie, ja, das schlägt immer wieder so durch gegen das Glas und so, das ist so ein bisschen, ja, besonders anfällig sind die Gläser, die Doppelgläser, diese schönen. Anna? Genau. Aus Holz wäre mega gut. Also Holz liebe ich sowieso. Vielleicht entdecke ich auch irgendwo. Aber bis jetzt habe ich nirgendwo gesehen, außer Internet. Ja, aber wir sind ganz, ganz gut zufrieden. Genau, mit der Lippenstiftfarbe. Da haben wir ein bisschen, hat die Leonie ein bisschen. Also auf dem, wir haben diese Lippenstift ausprobiert und das ist so ganz andere Farbe als da auf dem Etikett abgebildet ist. Überhaupt nicht schön. Den hat die Anna dann weitergeschenkt bekommen zum Spielen. Ja, und ansonsten mit diesem Spülmittelbehälter für Schwamm ist mega gut. Also wirklich toller Kauf, also wirklich mega, mega gut. Da war eins für 5 Euro, ja, habe ich im Video gezeigt. Das ist etwas größer, aber ich finde dieses gerade perfekt. Also, ne, gerade perfekter Platz, auch nicht zu viel, dass es einnimmt und sowas. Ja, also haben wir einen guten kleinen Einkauf gemacht. So, ihr Lieben, ich plapper jetzt nicht lange. Hab euch lieb, wünsche euch einen wunderschönen Tag noch, alles, alles Gute. Habt einen schönen Montag, schöne und angenehme Woche. Anna will auch tschüss sagen. Paka. Also sie sagt es auf Russisch. Paka. Sag mal tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss, sagt sie, wie süß. Oh mein Gott, mein Herz schmilzt dahin. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet in die neue Woche. Also bleibt gesund. Tschüsschen, eure Xenia. Bis morgen, bis zum neuen Video.